Gucken, ob ich ihn auch hinkriege. Hm? Wer denn? Hast du jetzt Salz in der Bluse? Ja, geht aber wirklich. Hi Leute, ich bin der Malte. Heute geht es einfach mal ganz easy um die Dorade, die ich gerade frisch von einer Fischtheke von uns geholt habe, in QSFP-Qualität. Ihr braucht bei uns keine Angst zu haben vor den ganzen Fischen. Unsere Mitarbeiter entschuppen die euch, nehmen die euch aus, machen die euch quasi so weit fertig, wie ihr sie gerne hättet. Und heute grillen wir die einfach nur. Wir füllen die ein bisschen mit ein paar Kräutern, ganz klassisch, ganz easy. Ich zeige euch, wie das geht, ganz einfach. Dann schneide ich mir die Dorade so ein bisschen ein, nicht zu tief. Auf der Filetseite ist ja ein Stück ein bisschen dicker. Und ihr wollt natürlich, dass die gleichmäßig gart und oben nicht komplett übergart ist und in der Mitte noch roh. Ich nehme mir einfach eine Zitrone, dann habe ich hier ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Thymian, eine rote Zwiebel. Pack die Kräuter schön in die Dorade, genauso wie die Zitrone, die Zwiebeln. Dann ist sie quasi schon fertig für den Grill. Ihr braucht die Dorade nicht schuppen vorher, das ist nicht wichtig, weil auf dem, die Hitze vom Grill lässt die Schuppen einfach verbrennen. Wenn man jetzt so große Schuppen hat wie beim Zander oder so, die muss man natürlich abmachen. Aber bei so feinen, kleinen Fischen wie der Dorade braucht man das nicht zwingend. Um euch das Grillen einfach ein bisschen zu vereinfachen, findet ihr bei uns auch diese quasi Fischgrillroste, wo ihr den Fisch halt dazwischen klemmen könnt. Ich nehme jetzt einfach nur noch mal ein bisschen Olivenöl, ein bisschen was von meinem geliebten Rauchsalz, packe die Dorade auf den Grill und lasse sie jetzt so circa von jeder Seite so 8 bis 10 Minuten einfach garen. Also wir sind jetzt hier so bei 200 Grad, das ist eigentlich eine super Temperatur. Wichtig ist beim Grillen von den Fischen, auch wie von anderen Produkten, nicht immer auf dem Grill arbeiten. Einfach liegen lassen und halt wirklich grillen lassen. Wenn du jetzt nicht unbedingt Lust auf Dorade hast, kannst du natürlich auch einen Wolfsbarsch nehmen, du kannst eine Meerbarbe nehmen, du kannst Oktopus nehmen. Da kannst du alles ausprobieren und selbst wenn es mal schief geht, ist es halt so. Einfach machen und damit lernen. Anders habe ich es auch nicht gemacht. Kleiner Tipp, um zu kontrollieren, ob ein Fisch durch ist, zum Beispiel wie eine Dorade oder ein Wolfsbarsch. Die Rückenflosse, wenn die leicht rauszuziehen geht, dann wisst ihr, der Fisch ist durch. Dazu würde ich persönlich jetzt einfach einen ganz normalen Salat geben. Bisschen Grillgemüse, so Paprika, Zucchini, Aubergine, ein paar Rosmarinkartoffeln aus dem Ofen oder einfach nur Weißbrot. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Malte vom Frische Paradies. Und bis ganz bald.